Hallo ihr Lieben, da bin ich. Ja, diesmal mit einem etwas anderen Video. Und zwar, ich habe Post gekriegt von Amazon. Das heißt, mein Mann hat Post gekriegt von Amazon. Er hat mir da nämlich was bestellt. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch das ja schon denken. Obwohl, nein, kann man sich eigentlich nicht denken. Weil so eine Art von Videos mache ich normalerweise nicht. Das ist jetzt mal ein einzigartiges Video. Aber ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken können, weil ihr es unten gelesen habt in der Beschreibung, was das für ein Video ist. Und zwar, ja, ich glaube zu wissen, was drin ist. Und zwar, ich habe mir gewünscht, den von Mandalorian, den Baby Yoda von Hasbro. Und der ist nämlich Anfang Oktober in Deutschland rausgekommen und ich glaube, dass er hier schon drin ist. Also ich habe das, also mein Mann hat das Paket schon einmal aufgeschnitten, um zu gucken, ob das richtig ist, ob alles so gut ist. Also als ob die Lieferung richtig ist. Ich bin ganz aufgeregt, ob die Lieferung auch richtig ist. Und es scheint wohl richtig zu sein. Erst waren wir uns nicht ganz sicher, weil der wohl etwas. Ja, ich mache es jetzt einfach mal auf. Und zwar. Oh, ja. Und er ist es. Er sieht ein bisschen kleiner aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und, aber mit Vergleichsfotos und so haben wir nochmal nachgeguckt. Und ja, er ist es. Ist er nicht toll? Ist er nicht. Oh, ich. Oh, der ist so niedlich. Upsala. Der ist so süß. Schaut euch das an. Oh nein. Oh, ist das cool. Oh, ist er nicht süß. Ist der nicht einfach nur süß? Ja, jetzt habe ich aber das nächste. Wie geht der aus dieser Verpackung raus? Und nein, ich bin, wie gesagt, ich bin für Unboxings nicht gemacht, weil ich die Sachen einfach nicht aufbekomme. Ich kann die Sachen einfach nicht auspacken. Sie müssen bei mir immer in der Karton, in der Hülle bleiben. Und oh, ich liebe ihn. Oh, ist der niedlich. Oh mein Gott. Ich hatte ihn mir zu Weihnachten gewünscht, aber mein Mann hat sich dummerweise verraten, dass er den bestellt hat. Und hier ist noch die ganze Beschreibung dazu da. Ich weiß auch nicht, den Karton aufheben, den Karton wegtun. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns mal hier an. Nachtbewegung aktivieren. Okay. Hier steht Mittagsschlaf machen. Er kann ein Mittagsschläfchen machen. Und hier haben wir Sound- und Bewegungskombination. Aha. Ja. Ich bin, ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Den packe ich jetzt mal beiseite. Er ist es auf jeden Fall, weil er nämlich Bewegung machen kann. Das ist schon mal sehr, sehr süß. Ja, super. Jetzt habe ich meinen Deckel von meinem Messer verlegt. Wie geht denn jetzt der hier? So. Er ist fest. Tolle Wurst. Wie soll das jetzt aufgehen hier? Da muss ich mal gucken. Ah, okay. Alles klar. So. So und so. So. Ach, hier ist. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Wunderbar. Und jetzt müsste er auch rauszunehmen. Und er ist einfach so süß. Schaut euch das mal an. Hier hinten ist dann die Funktion für Try Me, On oder Off. Es steht jetzt auf Try Me und auf On. Mal gucken, was dann so funktioniert. Ach, dann spricht er. Oh, ist er. Oh, ist der niedlich. Oh, ist der süß. Oh mein Gott. Ich habe den besten Ehemann der Welt. Oh. Oh mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott. Ich liebe ihn. Den gebe ich nie wieder her. Ist
er nicht einfach süß? Falls ihr den natürlich haben wollt, ich setze euch den Link unten in die Beschreibung, in die Infobox unten. Oh Gott. Oh mein Gott. Und oh, der reagiert auf Berührung. Ist das nicht süß wie ein echter? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist so süß. Wie gesagt, ich setze euch den Link in die Beschreibung unten rein. Und ja, also der soll angeblich den Mund noch bewegen können. Das sieht mir jetzt aber nicht so aus. Aber oh mein Gott, ist der süß, ist der süß. Er ist einfach nur süß. Also wie gesagt, ich setze euch den Link unten in die Beschreibung rein. Er ist nicht ganz günstig. Er hat hier auch noch seine Kette dabei. Die packe ich jetzt auch noch mal einmal ganz kurz hier aus, um irgendwie umzuhängen. Weil es sieht auch so aus, als hätte die irgendwelche Funktionen. Ja, wo geht die denn jetzt auf? Hier, genau. Ups, weil, mal gucken, upsala, komm weg, so, und ach, sie ist aber sehr, sehr lang. Okay, nein, die hat keine Funktion, die ist aber auch echt ein bisschen lang, Herr Yoda. Die gehört nämlich eigentlich so umgehängt. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, weil, wie ihr seht, die hat, komm mal her zurück, die hat er hier umgehängt, aber hier ist sie viel zu lang. Also muss man wohl etwas kürzen. Ja, mal schauen. Und hier ist auch definitiv zu sehen, dass er den Mund bewegt. Macht er gar nichts mehr. Mal schauen. Ah. Er ist aus Kunststoff hier. Die Ohren sind aus Gummi, sehr weich und beweglich logischerweise. Und auch hier ist auch aus Gummi, aber hier ist es sehr hart und der Körper an sich ist auch sehr hart. Und wo gehören denn die? Ich denke mal, die Batterien gehören hier unten rein. Schläfst du schon? Da ist der Lautsprecher. Ein Lautsprecher zu sehen. Und ja, und ich denke, das muss man rausschrauben. Und da unten sind dann die Batterien drin. Und ja. Jetzt schläft er. Oh, wie süß ist das denn bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der niedlich. Also wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von Mandalorian oder von, ja, von Star Wars. Aber der ist wohl mal so niedlich, dass ich mir den gewünscht habe. Und hier ist auch alles beschrieben. Es ist einfach zu süß. Also wie gesagt, wenn man ihn so hält, soll er angeblich schlafen. Ja, ich werde mich damit noch ausführlicher beschäftigen. Und ja. Ich wollte euch das eigentlich nur mit euch einmal zusammen auspacken. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr ihn genauso süß findet wie ich. Ob ihr euch den vielleicht auch gekauft habt oder wünscht. Oder ob ihr den vielleicht, also wie gesagt, haben wollt. Oder ob ihr das schwachsinnig findet. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin voll von ihm überzeugt und ich glaube, ich habe den ganzen Abend heute bei mir mit auf der Couch. Das ist einfach so süß. Und ich freue mich jetzt noch ein bisschen und
Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen geben können über den. Ja. Und ja, einfach mal. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!